Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir die letzten Teile für das Ulumulu zusammengesammelt, für diese Standarte der Freundschaft, mit welcher uns die Orks ja bei Möglichkeit nicht mehr angreifen werden, so zumindest laut Urshak. Und ja, wir wollen mithilfe dieser Standarte jetzt in die Stadt der Orks gehen, um da den Tempel des Schläfers zu finden, den Tempel dieses Erzdämons, von dem wir bisher schon so viel gehört haben, und wollen diesen Erzdämon töten, denn, ja, so wie Xardas gesagt hat, stellt er wohl eine Gefahr für alle hier in der Kolonie dar, nicht nur für uns, sondern für jeden Menschen hier in der Kolonie, und wir wollen natürlich nicht warten, bis uns dieser Erzdämon selber tötet. Und eine andere Sache wollen wir auch noch beim Tempel des Schläfers machen. Und zwar hat Xardas so etwas Seltsames angedeutet von wegen, dass wir dort eine Antwort auf die Zerstörung der Barriere finden könnten. Was er damit genau gemeint hat, werden wir vielleicht rausfinden. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf ins Orkgebiet und suchen dort erstmal die Orkstadt und damit auch den Tempel des Schläfers. Wir werden uns jetzt aber nicht direkt zum Tempel des Schläfers also zu Xardas, dem Dämonenbeschwörer, teleportieren und von da aus das Orkgebiet durchsuchen, denn ich möchte vorher noch eine Kleinigkeit, ein kleines Gebiet besuchen, das wir bisher immer umgangen haben, weil es nicht weiter wichtig für uns war und weil dort auch ein paar relativ starke Kreaturen leben. Und möchte da einfach mal noch eine Kleinigkeit zeigen, einfach weil ich finde, dass dieses Gebiet ja noch durchaus eine wichtige Rolle spielen wird, so viel werde ich mal sagen. Ich werde aber nicht verraten, was das für eine Rolle ist. es wäre ja schön gespoilert. Nee, aber ich möchte euch einfach nur ein Gebiet zeigen, welches noch eine große Rolle später einmal spielen wird. Wann und was das für eine Rolle ist, werde ich aber wie gesagt nicht sagen. So, machen wir uns auf jeden Fall erstmal auf den Weg. Und für dieses Gebiet werden wir dann natürlich auch nochmal kurz das Ulumulu ausziehen müssen, denn ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, keine Waffe, sondern das ist eine Standarte. Und mal ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie Tarok diese Waffe überhaupt zusammengesetzt hat. Ich meine, der hat da die Trollhauer, das Schattenläuferhorn und die Zähne rangesetzt. Ja, okay, aber wie genau, beziehungsweise wie genau das alles zusammenhält, wissen wir nicht. Nicht, dass wir das erste Vieh damit schlagen und zack, bricht alles ab und wir müssen uns ein neues machen lassen. Nee, das wäre nicht ganz so gut. Deswegen werden wir möglichst mit unserer Mega-Axt kämpfen, die wir gefunden haben, mit der Kriegerstimme. Und, huch. Seit wann läuft denn da wieder ein Scavenger rum? Ich habe die doch hier alle schon mal ausgeräuchert. Aber okay, komm halt her. Bumm. Ist jetzt nicht so, dass du ein großes Problem wärst, aber pff, von mir aus. So, da steht der Typ. Ach, der hat den Bogen, den wir ihm verkauft haben. Hat er jetzt an. So. Ach. Wo kommt ihr denn auf einmal wieder her, ihr blöden Mistviecher? Zack, hier. So. Ja, nehmen wir das Schwert mal mit. Meine Güte. So, und zwar möchte ich einmal in dieses Gebiet hier gehen, denn da waren wir bisher noch nicht drin, ne? Das haben wir immer umgangen. Wir sind hier rechts zum neuen Lager abgebogen. Und da ist noch ein Scavenger. Das gibt's ja überhaupt nicht. Komm mal her, du kleines Mistvieh. Was ist denn jetzt los? Willst du die Armbrust nicht benutzen, weil ich noch am Sprinten bin? Das kann natürlich sein oder auch nicht. Vielleicht hat gerade der Trank aufgehört und deswegen ist er kurz aus der Animation rausgegangen. Das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir den Scavenger auf jeden Fall getötet. Nein, aber was ich sagen wollte, wir sind ja immer hier rechts zum neuen Lager gegangen, aber eben niemals hier hinein. Und ich finde aber dieses Gebiet, ihr werdet es auch noch irgendwann erfahren vielleicht, hat eine kleine besondere Stellung und deswegen möchte ich es einmal zeigen. Ach du Scheiße, sind da viele Snapper. Ui, das war gut. One Hit. Überhaupt, also diese Armbrust ist so mega. Okay, kein One Hit, es muss ein Crit sein für ein One Hit. Ah, diese Armbrust ist so mega OP, das gibt's überhaupt nicht. Kann ich den anderen treffen? Ja, okay, dann mache ich euch halt mit meiner Kriegerstimme. Alter, der eine tut mir gerade so ein bisschen leid mit meiner Kriegerstimme. Fertig. Der eine starb. Immer und immer wieder. Der tat mir fast schon ein bisschen leid. Jetzt komm schon her, du blödes Mistvieh. Oh, mit der machen wir auch gut Schaden. Alter, und der auch? Was haben denn diese armen Snapper für ein böses Leben? Und die machen fast gar keinen Schaden mehr. Diese Rüstung ist der Hammer, die uns gute Wolf angefertigt hat aus den Minecrawler-Panzerplatten. Die ist echt der Hammer. Damit werden, ja gut, die Orks werden uns wahrscheinlich da noch durchschlagen können, ist klar, aber die haben ein bisschen mehr Kraft als uns Snapper. Da vorne habe ich noch einen Varan gesehen. Ich will jetzt aber erstmal kurz hier links gucken, was es hier noch gibt. Hier gibt es nämlich noch eine Höhle. Ja, die Orks werden uns dadurch zwar vielleicht noch ein bisschen Schaden machen, aber lange nicht mehr so viel wie früher. Aber da ist nichts drin, okay. Nehmen wir das Zeug mit dem Trank und
Die Spruchrolle ist irgendwas mit Eis, ne? Wahrscheinlich ein Eisblock. Nun gut, aber wir wollen uns noch ein bisschen weiter in dieses Gebiet wagen. Denn, wie gesagt, dieses Gebiet beherbergt ein Geheimnis, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. So, mein Freund, der Varan da. Du kriegst jetzt mal meine Armbrust zu spüren. Die haben wir ja auch neu gekauft beim letzten Mal. Alter, es ist so krank, wie stark diese Armbrust ist einfach. So, und hier scheint ein ehemaliges Lager gewesen zu sein. Ja, hier haben sich wohl mal ein paar Menschen niedergelassen, aber haben es dann wohl irgendwie wieder aufgegeben. Wer weiß, war wahrscheinlich ihnen hier außen zu gefährlich. Wer weiß, was passiert ist, werden wir ja vielleicht noch sehen. So, ach du Scheiße, jetzt wird's Abend. Ich hätte noch schlafen gehen sollen. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Lurker. Den holen wir uns mal noch. Wir gehen nachher noch schlafen. Oh, okay, das war's mit dir. Ich war jetzt irgendwie, weil ich den Varan direkt getötet hatte, davon ausgegangen, dass das für den Lurker auch reicht, aber der ist ja wesentlich stärker. Da sind auf jeden Fall noch zwei Heiltränke. Die nehmen wir natürlich gerne an uns. Die lasse ich nicht hier. Und dann schaut mal, was dort drüben ist. Eine riesige Orkstatue. Die Orks scheinen dieses Gebiet hier wohl einst besetzt zu haben. Jetzt sind hier aber keine Orks mehr. Vielleicht wurden sie von den Menschen vertrieben. Das hier gehört ja noch nicht zum eigentlichen Orkgebiet, wie wir es kennen. Vielleicht wurden sie einfach von den Menschen vertrieben, die hierher kamen, um das Erz abzubauen. Wer weiß. Ha, gut, aber so viel zu. Hier gibt es keine Orks mehr. Da vorne stehen auf jeden Fall noch zwei. Was die hier machen? Wie gesagt, wir befinden uns hier ja eigentlich nicht im Orkgebiet. Na, komm mal her. Ich will mal sehen, wie meine Armbrust gegen, was meine Armbrust so gegen euch ausrichten kann. Oh, nicht schlecht. Die Armbrust ist schon... Achso, es war ein Crit. Okay, ein Crit. Okay, die Orks machen auch nicht mehr sonderlich viel Schaden, muss ich sagen. So, ziehen wir mal unsere fette Axt. Jetzt hör mal auf hier. So. Alter, diese Rüstung ist so der Hammer, ne? Die hält ganz schön was ab. Und jetzt will ich aber wissen, was hier Orks gemacht haben. Vielleicht sind da noch mehr. Ich sollte mal die Armbrust zücken, weil die war gar nicht schlecht, wie man gesehen hat. Da ist ein toter Mensch, aber nee, da scheinen keine weiteren Orks zu sein. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Ui, da ist noch ein Mensch. Da, der hat aber nur noch seinen Oberkörper. Alter Vater, was ist das hier für ein Gebiet? Und da weitere dieser Orkstatuen, die wir schon unten am See gesehen haben. Was ist das hier? Wenn ich mir das so ansehe, sieht das fast so ein bisschen aus, ja, wie eine Arena. Wie die Arena der Menschen hier drin hat wohl, das ist wohl der Kampfring. Und das hier waren sozusagen die Tribünen. Hier haben die Zuschauer gesessen und haben sich das Spektakel angeguckt. Und so wie es von den Skeletten hier aussieht, haben die hier wohl teilweise wahrscheinlich auch Menschen gegen Orks kämpfen lassen. Wo die Menschen dann gnadenlos getötet wurden. Der hier hat nur noch einen halben Körper. Ach du Scheiße. Aber warum die Orks von hier weggegangen sind, ist dann auch die Frage. Hm. Wer weiß, die haben sich ja... Entweder, also man könnte jetzt sagen, entweder sie sind von den Menschen zurückgedrängt worden. Aber das glaube ich irgendwie nicht, weil dann hätten die Menschen dieses Gebiet wohl, glaube ich, auch nicht einfach aufgegeben. Wir haben ja gesehen, es gab hier mal... Hier gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge Stuff. Es gab hier wohl mal ein kleines Lager der Menschen in der Nähe. Aber die sind nie weiter vorgedrungen und wenn es hier Menschen gegeben oder wenn die Menschen die Orks hier vertrieben hätten, hätten die ja auch das Erz und das ganze Gelumpe mitgenommen und hätten das nicht hier drin gelassen. Nein, nein, also die Menschen waren es wahrscheinlich nicht, die die Orks hier vertrieben haben. Ich hätte da folgende Vermutung. Wir haben ja schon gehört, dass die Orks auch untereinander ein bisschen, also in den Stämmen kämpfen von dem guten Urshak. Und vielleicht wurden die Orks damals hier vertrieben, als... der andere Orkstamm, zu dem auch Urshak gehört hat, eben diesen Schläfer beschworen haben, hat. Sie haben ja den Schläfer eben beschworen, um diesen Kampf zu gewinnen. Und vielleicht hat der Schläfer den Orks auch so ein bisschen geholfen. Er hat zwar auch den eigenen Stamm, also die Schamanen, die den Schläfer beschworen haben, die hat er zwar auch verbannt, verflucht, aber vielleicht hat er eben auch wirklich seine eigentliche Aufgabe getan und den Stamm, der ehemals hier gelebt hat, einfach ausgelöscht. Und die zwei Orks, die da standen, sind einfach nur eine Wache gewesen. Vielleicht ist der Ort da hinten auch irgendwie, ja, für die Orks noch ein bisschen heilig. Vielleicht kommen sie, oder, na, vielleicht nicht heilig, aber vielleicht kommen sie da ab und zu noch hin und tragen eben auch kleine Arena-Kämpfe aus. Ich meine, warum sollen denn nur Menschen Spaß an Arena-Kämpfen haben? Können doch Orks auch haben, ne? Wir wissen so gut wie gar nichts über die Kultur der Orks und wir wissen natürlich auch nicht, ob die Orks Spaß daran haben, irgendwelche Arena-Kämpfe auszutragen. Nun ja, gut, aber ich würde sagen, wir gehen noch nicht direkt ins Orkgebiet, sondern legen uns mal schnell noch bei Kavaloren schlafen, weil...
Ja, weil es jetzt doch schon Abend wird und ich möchte dann doch nicht in der Nacht ins Ork-Gebiet laufen. Wir wissen noch nicht, ob das Ulumulu wirklich funktioniert. Wir hätten es jetzt eigentlich bei den beiden Orks mal ausprobieren können, ne? Aber wir wissen noch nicht, ob das Ulumulu funktioniert und wenn es halt nicht funktioniert, haben wir ein kleines Problem. Darf ich mich in dein Bett legen, guter Kavalon? Ich denke doch. Ja, sieht gut aus. So. Geschlafen und ausgeruht. So gefällt mir das. Gut, dann lege ich jetzt aber auch mal das Ulumulu an. Falls es wirkt, dann will ich es natürlich auch angelegt haben. Sonst haben wir ein ziemliches Problem. Weil wenn wir es nicht angelegt haben, dann greifen uns die Orks auf alle Fälle an. Haben wir ja gerade gesehen. Alter, Kavalorn hat hier einen Haufen Scavenger noch hängen. Und der lebt, dem geht's ja auch gut. Der scheint doch gar nicht mitgekriegt zu haben, dass die Gardisten jetzt eigentlich hier gegen... Obwohl, der gute Scorpio wird sie mehr verraten haben. Aber wahrscheinlich hat sich Kavalorn dann auch gleich gedacht, nö, bei denen möchte ich da nicht mitmachen, wenn die Feuermagier töten. Wahrscheinlich war der auch nur am Anfang Schatten im alten Lager und hat sich dann sowieso als Jäger separiert und interessiert sich gar nicht mehr für das, was im Lager vorgeht. Und da ist tatsächlich noch ein Scavenger, gibt's doch nicht. Stirb einfach. Alter, jetzt stirb doch. Danke. Geht doch. So, und ich würde sagen, wir nehmen diesmal den anderen Weg ins Ork-Gebiet, diesen da. Wo zwei Gardisten davor stehen. Das wird ein bisschen anspruchsvoller, aber ich denke, ihr habt unsere super Armbrust gesehen. Das sollte machbar sein. Ach, der hat uns auch direkt gesehen. Komm schon, Treffer, ich brauche Treffer. Die schießen gar nicht auf mich. Was seid ihr denn für Lappen? Ihr müsst schon auf mich schießen, wenn ihr gewinnen wollt. Alter, so ist das ja langweilig. Komm schon, schieß doch mal zurück. Danke. So, jetzt wird es auch ein bisschen interessant hier. Oh, jetzt treffe ich aber nichts mehr, weil ich zu sehr in die Knie gehe. Ey, okay, für Armbrustbolzenschüssen schützt diese Rüstung dann doch nicht so gut. Alter, wir haben ja richtig wenig getroffen. Was ging denn jetzt los? Müssen vielleicht doch noch manchmal ein bisschen üben, was das Armbrustschießen anbelangt. So, und dann werden die beiden Gardisten aber auch Geschichte. Belästigen die hier auch keinen mehr. Und dann gehen wir mal an der Stelle ins Ork-Gebiet. So. Nehmen sie mal aus. Die Bolzen vor allem können wir gut gebrauchen von der Armbrust. Beziehungsweise für unsere Armbrust. Gucken wir mal noch, was in dieser Truhe hier ist, wenn wir schon da sind. Auch ein Bier, zwei Bier für jeden eins. Jetzt braucht das ja nicht mehr, ne? Nun gut, dann schauen wir mal hier ins Ork-Gebiet. Wieder einmal. Da waren wir ja schon mal, aber diesmal eben auf der Seite. Ach du Scheiße. Okay, das Ulumulu wirkt, glaube ich, gegen Menschen, aber nicht gegen Ork-Hunde. Alter, sind das viele! Mal gucken, was jetzt zu meiner Armbrust sagt. Die sind One-Hit. Und dann merken die nicht mal, dass wir sie abschießen. Ah nein, okay. Nur mit Critical One-Hit. Okay, das ergibt Sinn. Alter, sind das viele. Die werde ich alle wegschießen hier. Weil die greifen auch nicht an. Die wollen immer so seitlich laufen erst. Aber das wird ihr Untergang sein, sag ich mal. Und die machen auch so gut wie keinen Schaden. Alter, diese Rüstung ist so der Hammer. Komm schon, triff ihn, danke. Die mache ich alle fertig, die Viecher. Der Typ hinten beißt mich und es macht mir einfach keinen Schaden. Wie lächerlich ist denn das? Die sind so schwach, die Viecher. Oh, es sind sogar zwei. So, okay, sie machen Schaden. Ich komme gar nicht dazu. Ah nein, ich wollte doch nicht mit dem Ulumulu kämpfen. Ich dachte, ich hätte noch die andere Waffe angelegt. Ah, ich habe ja das Ulumulu, okay. Dann müsst ihr jetzt... So, mit den Bolzen gelegt werden. Ich dachte, ich hätte noch die Axt angelegt, aber ich hatte ja schon wieder aufs Ulumulu gewechselt, weil es hätten ja hier Orks direkt dahinter sein können. Man weiß ja nie, Alter, wie viele Ork-Hunde wir gelegt haben. Es ist ja krass. Echt mies, was wir mit der Armbrust alles reißen können inzwischen. Ah, so stark waren die gar nicht. Ich habe die irgendwie stärker in Erinnerung. Naja. Aber was für ein riesiges Rudel. Ich kann die wahrscheinlich gar nicht alle ausnehmen, weil die sich hier so überstapeln. Die Leichen, einfach nur ein riesiger Leichenberg an Ork-Hunden. So, sollte das meiste dabei gewesen sein jetzt, ne? Wir müssen es ja nicht über... Ach, da ist sogar noch einer. Ach du Scheiße, und da sind Orks, aber ich kümmere mich erstmal um den Ork-Hund. Komm schon, Critical. Perfekt, dann geht er nämlich direkt down. So, und dann bin ich mal gespannt, wie die Orks jetzt auf uns reagieren. Das wird jetzt das Gefährliche. Okay, sie greifen uns erstmal nicht direkt an. Das ist schon mal was. Normalerweise würden sie uns ja direkt angreifen. Aber was, wie reagieren sie, wenn wir in ihre Nähe kommen? Ich will bloß mal kurz gucken, was hier hinten noch ist. Ob hier hinten noch was ist. Ah nein, hier ist nur ein kleines Lager, wo wohl auch mal welche saßen, wo die Menschen dann schließlich von den Orks verdrängt wurden. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wie reagieren die auf uns, wenn wir uns
Ja, wenn wir uns sich ihnen nähern. Hallo? Okay, sie greifen uns nicht an. Oh, jetzt, aber sie gucken uns ziemlich misstrauisch an. Fragen uns wahrscheinlich, wer uns dieses Ulumulu gegeben hat. Aber sie verstehen, dass es ein Zeichen der Freundschaft ist. Okay, dann hole ich mir mal hier die Beißer aber noch, weil die verstehen ja nichts von einem Zeichen der Freundschaft. Zack. Huch. Nemrokavarok. Oh oh, ich glaube, die haben was dagegen, dass ich eine Armbrust gezückt habe. Ich muss mich beeilen bei den Beißern. Die haben irgendwas dagegen, dass ich die Armbrust gezückt habe, glaube ich. Okay. Ich glaube, die beobachten mich jetzt. Ich muss aufpassen. Nichts Falsches jetzt tun. Sonst hauen die mich wahrscheinlich um. Die sind wahrscheinlich genauso wie die Menschen. Wenn jemand eine Armbrust zückt oder eine Waffe, dann heißt das in der Regel nichts Gutes, selbst wenn er angeblich ein Freund ist. Dann kann er ja uns auch direkt angreifen. Gezogene Waffe heißt immer Gefahr. Und sie haben gesehen, was die Armbrust anrichten kann. Nämlich einen so einen Beißer einfach legen. Naja gut, aber sie sind jetzt zwar ein bisschen misstrauisch, aber wahrscheinlich solange wir sie nicht angreifen, wird alles noch in Ordnung sein. Gut, dann schauen wir mal. Wir müssen die Stadt der Orks finden. Ach, und guckt mal, da ist ja Urshak. Und da sehe ich auch schon eine Brücke. Das wird dann wahrscheinlich... Ja, dahinter wird dann wahrscheinlich die Stadt der Orks sein. Hey, Urshak. Na, was gibt's? Urshak, grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Alles klar, das kriege ich schon hin, aber... Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Oh ja, das stimmt. So, aber... Wie geht es dir, mein Freund? Urshak sein gesund. Urshak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urshak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Alles klar, okay, aber ich brauche sogar noch ein bisschen Hilfe. Und zwar, ich weiß jetzt, wie ich in die Stadt reinkomme, aber du hast gesagt, dass, ja, der Tempel verschlossen ist, eben aus Angst vor dem Schläfer. Wie komme ich da rein? Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Alles klar, okay. Mit einem Zauber können wir also rein und Söhne, die Geist von die wie Urshak Geist, Sohn von Geist sind, so rum. Sohn von Geist sind also Schamanen. Das heißt, wir brauchen einen Zauber dieser Schamanen. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu, nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Alles klar, okay. Also sobald wir den Zauber wirken, sind die Schamanen ziemlich sauer auf uns. Und wenn das so blöd ist, gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Alles klar, okay. Mit einer Figur könnten wir auch noch reinkommen. Na, schauen wir mal. Sehen wir uns mal in dieser Orkstadt ein bisschen um. Es wird ja wohl irgendwie machbar sein, da in diesen Tempel reinzukommen. So, ich komme in Frieden, ihr Orks. Ja, leider kann ich die natürlich nicht fragen, da ich ihre Sprache nicht beherrsche, wo der Schläfertempel ist. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen suchen müssen. Auf jeden Fall beäugen mich alle ziemlich kritisch. So viel ist klar. Da scheint sogar... Oh, guckt mal, da leben die Orks wirklich. Sie haben sogar ihre eigenen kleinen Zelte. Oh, und da folgen mir sogar welche. Die scheinen ziemlich misstrauisch auf mich zu sein. Ah. Die tanzen sogar, aber hier scheint kein Tempel zu sein. Sehen wir uns mal weiter um. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, wenn ich mal diese Winde öffne, oder? Nein, okay, das darf ich. Gut. Ja, hier drin sind ja auch noch mehr Orks. Das sollte also kein großes Problem sein, wenn ich die mal kurz öffne. Mehr tanzende Orks. Okay, wo ist dieser Schläfertempel?
Wo ist dieser Tempel? Oh Gott, sind hier viele Orks. Uns hier durchzuschlagen wäre das reinste Massaker, beziehungsweise wäre für uns wahrscheinlich ziemlich unmöglich. So. Alter, wie viele Orks hier sind. Und da vorne sind diese Schamanen. Das heißt, hier in der Nähe muss irgendwo wahrscheinlich auch der Tempel sein, der Tempel des Schläfers. Ah, da hinten, ich sehe das versiegelte Tor. Und das da oben ist wahrscheinlich dann die Statue, die wir da runterholen müssen, mit der wir das Tor öffnen könnten. Da sie die aber anbeten, bezweifle ich irgendwie, dass wir die auch runternehmen können. Da ist der Zauber doch deutlich einfacher. Und was mich mal interessieren würde, wo befindet sich dieser Tempel eigentlich genau? Wir stehen jetzt direkt vorm Tempel. Aha. Schaut mal, wir sind jetzt hier in einem Gebiet, das natürlich nicht auf der Karte großartig eingetragen ist, da Menschen hier nicht hergekommen sind. Aber wir sehen ja, wo wir uns befinden. Und jetzt schaut mal. Dieser gestrichelte Kreis soll ja die Barriere darstellen, so wie sie jetzt ist. Aber die Barriere sollte ja ursprünglich wesentlich kleiner sein, ne? Also die Barriere wurde ja größer, das haben wir ja damals gehört. Eigentlich sollte die Barriere wesentlich kleiner sein, sodass die Magier noch draußen sind. Aber dann wurde die Barriere auf einmal größer und die Magier wurden mitgefangen. Und jetzt überlegt mal, die Magier haben so ein Pentagramm aufgebaut. An den Stellen waren ja die verschiedenen Fokussteine. Wahrscheinlich sollte die Barriere einfach nur ein Kreis um dieses Pentagramm gewesen sein. Das hätte nämlich das alte Lager eingeschlossen, dort wo die Butler hätten arbeiten dürfen. Es hätte die jetzt inzwischen verlassene Mine im Norden eingeschlossen, wo die Butler am Anfang gearbeitet haben, bis die eingestürzt ist. Und es hätte sogar einen Teil der alten Mine mit eingeschlossen. Wahrscheinlich nicht alles, aber damals war die alte Mine ja erstmal noch nicht so wichtig. Und man hätte im Nachhinein die Barriere wahrscheinlich noch vergrößern können. Auf jeden Fall, so sollte die eigentliche Größe der Barriere wahrscheinlich sein. Und jetzt schaut mal, wo wir uns befinden. Wir befinden uns doch, wenn wir gedanklich mal einen Kreis ziehen, befinden wir uns sehr, sehr nah am Rande der Barriere. Was ist also, wenn die Barriere erschaffen wurde, sie eigentlich ihre normale Größe angenommen hat und dabei aber, ja, in die Nähe des Schläfers kam und er dadurch überhaupt erst, ja, wieder anfängt zu erwachen. Urshak sagt ja, er fängt jetzt wieder an zu erwachen, dieser Schläfer. Erst seit die Barriere erschaffen wurde, gibt es ja auch dieses Sumpflager, das eben, ja, Kontakt zum Schläfer versucht hat aufzunehmen, von dem wir ja wissen, dass er inzwischen wirklich existiert. Was also, wenn der Schläfer der Grund ist, dass diese Barriere diese Ausmaße angenommen hat, weil sonst diese Magie durch die Barriere für ihn zu gefährlich geworden wäre und deswegen die Barriere überhaupt erst so groß geworden ist? Xardas hat sowas ähnliches ja auch mal angedeutet. Er hat ja auch gesagt, keiner der anderen Magier scheint daran interessiert zu sein, warum diese Barriere überhaupt diese Ausmaße angenommen hat. Das wäre ein Grund. Der Schläfer ist dafür verantwortlich. Wenn er so mächtig ist, wie wir gehört haben, dann wäre das durchaus in seiner Macht, diese Barriere einfach zu vergrößern. Und das würde auch erklären, wie wir eventuell die Barriere zerstören können. Wenn wir den Schläfer besiegen, den Grund, für den, weswegen die Barriere überhaupt so groß ist, beziehungsweise der diese Barriere überhaupt so groß hält, dann könnten wir damit auch die Barriere wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Jetzt ergibt alles so langsam Sinn. Das heißt, wenn wir den Schläfer töten, verhindern wir nicht nur, dass alle Menschen hier in der Kolonie sterben, sondern wir könnten sogar bewerkstelligen, dass wir wieder aus der Barriere herauskommen. Wir brauchen den Plan gar nicht, der Wassermagier. Und das erklärt auch, warum der große Erzhaufen der Wassermagier, wie Xardas sagt, nicht ausreicht oder nicht die Lösung ist. Denn die Barriere hat nicht nur die Energie dieser 5 Fokussteine in sich, sondern sie hat auch noch die Energie dieses Erzdämons, weswegen sie diese Ausmaße angenommen hat. Okay, nachdem wir das jetzt wissen, können wir uns jetzt daran machen, diesen Zauber zu finden. Wir sollen, ja, in den Schlafstätten der Schamanen suchen. Und jetzt weiß ich nicht, wie die Orks auf... Verdammt, jetzt folgen uns hier tatsächlich Orks und ich weiß leider nicht, wie die auf Diebstahl reagieren. Die werde ich loswerden müssen, die beiden. Sonst scheint uns ja keiner zu folgen. Ja, wisst ihr was? Da ich nicht weiß, wie ihr auf Diebstahl reagiert, werde ich euch beide loswerden müssen. Also wie gesagt, und eigentlich wussten wir ja auch, also was man noch erwähnen könnte, dass der Schläfer eigentlich, wie der Name sagt, schläft und erst jetzt erwacht. Das ist ja auch das, was die Leute im Sektenlager immer gesagt haben, der Schläfer erwache. Und auch Urshak hat gesagt, der Schläfer wird bald erwachen. Wahrscheinlich ist er in Schlaf versetzt worden von den Orks aus Angst vor ihm. Und durch diese Barriere ist er überhaupt erst wieder erwacht und seitdem bringen sie ihm wieder Opfer, damit er eben nicht ihnen das gleiche antut wie dem ersten oder wie, ja, ihren Vorgänger-Orks, sag ich mal.
Nun gut. Jetzt muss ich mich aber erstmal um euch kümmern. Wenn ich mich beeile, müsste ich euch besiegt kriegen. Oh, verdammt, verdammt, die hauen ganz schön rein. Ich muss erstmal den einen besiegen da. Ach du Scheiße, die hauen ganz schön rein. Okay, du Freundchen. Aua, aua, das tut weh. Alter, war das knapp. Okay, schnell wieder Ulumulu anlegen. Alter, war das knapp. Die hauen ihre Dreier-Kombos ganz gut rein, muss ich sagen. Oder das sind sogar Vierer-Kombos. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal ein paar Tränke ein. Und hoffen, dass das keiner mitgekriegt hat hier. Sodass wir uns dann ganz gemütlich jetzt an die Suche machen können. Aber es kommt keiner. So, was haben wir denn da? Ein Horn. Kann man denn damit machen? Man kann ihn einblasen. Schön, wird wahrscheinlich ein Orkhorn sein, mit dem sie zum Krieg blasen oder sowas. Nun gut, schauen wir mal. In dieser Truhe vielleicht das, was wir suchen? Ja, hier sind nur Orkwaffen. Na, klasse. Bringt uns jetzt nicht ganz so viel, ne? Diese Orkwaffen. Na, schauen wir mal weiter. Aber hier sieht es nicht so aus, als würden hier Schamanen wohnen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ah, die Musik. Oh. Nee, das sieht hier gar nicht aus, als würden hier Schamanen wohnen. Das ist ein Kerker. Hier haben sie Menschen gefangen gehalten, wie es aussieht. Der da hat es auf jeden Fall hinter sich, aber der hat noch ein nettes Schwert. Ein Rachestahl, das nehme ich gerne mit. Denn Schaden tut das auf jeden Fall nicht. Ja, das ist gar nicht schlecht, muss man sagen. Komme ich in den anderen Kerker auch noch rein? Nee, der lässt sich irgendwie nicht öffnen. Okay, aber wie gesagt, das sieht nicht so aus, als würden hier Schamanen wohnen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch den Zauber nicht finden. Nein, da kommt Wasser. Das hier war wohl doch nur der Kerker. Okay, wir müssen also einen anderen Ort finden. Na, dann schauen wir mal, ob wir diesen Spruch nicht finden. Und erstmal hoffe ich jetzt, dass das Ulumulu weiter wirkt und dass keiner mitkriegt, dass die beiden Clan-Krieger, die mit uns hier reingegangen sind, jetzt nicht wieder mit hinauskommen. Man weiß es ja nicht, ne? Aber dann bin ich die auf jeden Fall schon mal los. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, das war echt knapp. Die haben ziemlich schnell reagiert, als ich das Ulumulu abgelegt habe, ey. Hätte ich gar nicht von denen erwartet, dass die das so schnell realisieren. Und haben mich fast totgehauen, ey. Uiuiui, es war auf jeden Fall knapp. So. Da sind die Schamanen, aber die beten immer noch ihre Statuette da oben an. Die scheinen nichts bemerkt zu haben und die anderen Orks wohl auch nicht. Ja, eure Kumpel, die warten da hinten noch. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Die warten da hinten noch. So, da vorne ist noch eine Höhle. Vielleicht wohnen da ja die Schamanen drin. Es muss ja irgendwo innerhalb dieses großen Tores sein. Und das ist die einzige Wohnhöhle, die es hier scheinbar noch gibt. Ansonsten gibt es nur noch normale Gebäude. Aber ob wir da einfach rein können und da einen Zauber finden, das bezweifle ich irgendwie. Das hier sieht auch schon eher nach einer Wohnhöhle aus als die andere. So, was haben wir denn hier? Das Schöne ist, Orks können keine Schlösser bearbeiten, da sie dafür viel zu ungeschickt sind. So, ganze Menge Zauber. Und da haben wir auch den orkischen Teleport, den wir brauchen. Aber ich gucke mich gleich nochmal direkt bei den anderen, in den anderen Räumen um. Vielleicht haben wir da ja noch ein paar interessante Sachen. Hier ist auch noch eine Kiste. So, oh, Heilkräuter, kann man immer gebrauchen. Schaden tun sie auf jeden Fall nicht. Und was haben wir dann in der letzten noch? Ist hier noch eine Truhe? Ja, okay, hier ist auch noch eine Truhe. So, ich meine, wenn wir den Zauber benutzen, werden wir eh den Zorn auf uns ziehen. Das heißt, da können wir auch gleich hier alles klauen. Wenn eh der Zorn dann vollständig auf uns liegt. Okay. Wir könnten jetzt natürlich diesen orkischen Teleport sofort benutzen. Das Problem ist, den letzten orkischen Teleport mussten wir an einer ganz bestimmten Stelle einsetzen. Damals im Orkfriedhof, wenn ihr euch erinnert. Deswegen würde ich den auch lieber direkt am Schläfertempel einsetzen. Nicht, dass der noch irgendein Problem hervorruft. Okay, dann machen wir uns jetzt in den Schläfertempel, um den Schläfer endgültig zu besiegen. Und damit dann hoffentlich auch, wie wenn unsere Vermutung zumindest richtig ist, die Barriere zu zerstören. So, die werden aber gleich ziemlich sauer darüber sein, wenn wir das Ding nutzen. Das heißt, wir stellen uns hin, speichern ab und nutzen den Zauber. Kommt schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Oh ja, die sind sauer. Da hat einer schon seinen Feuerball gezogen, aber mir egal. Ich mach mich auf in den Schläfertempel.
So, ich hoffe bloß, die öffnen jetzt nicht den Tempel, aber die haben wahrscheinlich selbst genug Angst vor dem Schläfer, dass sie uns hier nicht hinterher folgen.